Ganz kurzer Ablauf von heute Abend. Ich stelle mich kurz vor. Dann steigen wir in die Forschungsergebnisse ein, beziehungsweise die Erkenntnisse dessen, was ich mache, so eine leichte Problem, Theorie, Praxisstruktur. Dann will ich euch so eine sehr angenehmes Tool an die Hand geben, Barriere, Knowledge, Capacity, Commitment, so ein System und die Synthese. Und danach gehen wir schon in den Dialog. Okay. Fangen wir an. Also, wer bin ich? Ja, Magnus Busch. So ein bisschen die Schnittstelle Wissenschaft und Praxis auf der linken Seite. Einmal der Wissenschaftler quasi an der Uni Potsdam. Ich erprobe gerade oder führe gerade transformative Lehrformate durch. Hab zuvor mit einem mobilen Makerspace in der Niederlausitz geforscht. Mache jetzt gerade Forschung zu Pockets of Creativity oder kreativen Prozessen in für sich und baue gerade einen universitären Makerspace auf, in dem ich dann auch transformative Lehre mache. Auf der rechten Seite seht ihr die andere Rolle so ein bisschen, den Maker Change Agent. Da bin ich vor allen Dingen im Wissenschaftsladen Potsdam unterwegs. Jetzt haben wir gerade mit der Kollegin Susanne als Head des Jugendhack-Netzwerk Potsdam ins Leben gerufen, zusammen mit der OKF, und wollen da Workshops für Jugendliche durchführen. Und grundsätzlich bin ich in der Machbar Potsdam am Start. Genau. Das ist so ein bisschen die, naja, die, wie soll man sagen, die Schnittstelle, die sich zwischen diesen beiden Rollen trifft. Genau. Was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Also grundsätzlich, ich habe 10 Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Am Ende war ich Restaurantleiter bei AIDA, hatte dann keine Lust mehr darauf, weil mir das zu unnachhaltig war. Hab dann Ökotrophologie studiert, dann Master Nachhaltigkeitswissenschaften in Lüneburg an der Leuphana. Und währenddessen habe ich in einem BMBF-Projekt bei der Mitgestaltung von Reallaboren in Lüneburg mit Lüneburgerinnen gearbeitet als Student, quasi Reallabore konzeptioniert. Habe dann in der Masterarbeit mich dafür interessiert, wie sich eigentlich Ehrenamtliche in temporären Spielstraßen in Berlin motivieren. Bitte verzeiht mir den Typo. Das hat sich ganz gut getroffen. Es war mitten in Corona. Es gab diese temporären Spielstraßen und ich konnte einfach sehr, sehr interessante Feldforschung machen. Das war super interessant. Daraus ist auch ein Paper entstanden, an dessen Veröffentlichung ich immer noch arbeite. Auf der rechten Seite legt ihr den Ratgeber dazu und den stelle ich euch im Nachlauf auch gerne nochmal zur Verfügung. Der behandelt wirklich nur Empowerment, Motivation, empfundene Selbstwirksamkeit, worum es heute auch nochmal geht. Das ist vielleicht nochmal was zum Reinlesen auf 3 Seiten. Das am Rande. Nach dem Master habe ich in Potsdam angefangen und da gab es ein Forschungsprojekt, wo wir die Wirksamkeit von Partizipation in Makerspaces für Innovation im ländlichen Raum erforscht haben. Im Endeffekt sind wir mit mobilen Makerspaces in der Niederlausitz herumgefahren und haben mit spontan angehobenen oder mit Niederlausitzerinnen Workshops veranstaltet und haben geschaut, wie groß ist eigentlich die Wirkung für Innovation, soziale wie technische. Aktuell von meinem Ehrenamt in der Machbar Potsdam sind wir halt mit der Machbar unterwegs, mit dem mobilen Makerspace. Den seht ihr hier auf dem Bild. Das ist das Jugendhack-Netzwerk gerade. Und zum Beispiel sind wir am 21. bei Belzig, da haben wir auch einen Workshop. Genau. Gut, so viel zu meinem Hintergrund. Kommen wir zum Teil, für den alle eigentlich auch hier sind. Und es handelt sich im Endeffekt um bekanntes und unterschätztes Problem in Wissenschaft und auch Praxis. Also ihr findet hier ein paar O-Töne von den Interviews, die ich ja im Endeffekt auf der Straße mit Leuten geführt habe. Also es kommt immer sowas raus wie: Wir finden nicht genug Mitstreiter für unsere Aktionen. Dann Aussagen wie: Es sind immer die gleichen da. Manche nennen es auch so the usual suspects Problematik. Ganz interessante Aussage war: Partizipation ist gut, aber die Leute sind das Problem. Ich musste sehr, sehr laut lachen.
Und es kommt ja eh niemand. Und das bringt uns tatsächlich zu der allgemeinen Problematik dazu, ja, dass man wirklich ist, wie kriegen wir die Leute eigentlich rein? Und ja, steigen wir einfach mal direkt rein. Und zuerst gehen wir in ja, die Erfahrung, Ergebnisse, die der Niederlausitz. Und genau, Frage war, wie bekommen wir jetzt eigentlich Teilnehmerinnen aktiviert? Und vor diesem Hintergrund haben wir uns gefragt, was hält die Leute eigentlich ab, daran teilzunehmen? Und ich habe hier euch O-Töne mitgebracht aus Interviews mit Multiplikatoren in der Niederlausitz. Ich habe mich tatsächlich mit Bürgermeisterinnen, jeder Menge engagierter Personen getroffen. Und interessant war, dass sich hier gezeigt hat, dass gewisse konkrete Ergebnisse gefehlt haben. Also, warum ist das für mich wichtig? Es muss konkreter sein. Um mich da zu motivieren, muss es für dich konkreter werden. Oder Aussagen wie, ich kann es nicht anfassen, ich kann das nicht sehen, das ist zu abstrakt, womit ihr mich motivieren wollt. Oder ganz klare Aussagen wie, es braucht mehr klare Beispiele für Alltagsprobleme, die man damit lösen kann. Vor dem Hintergrund natürlich, dass wir für Makerspaces geworben haben, nicht? Also, kurzer Disclaimer. Also, wir haben diese Problematik, diese O-Töne so interpretiert, okay, die Leute haben viel zu wenig greifbare Beispiele dafür, was eigentlich daraus entstehen kann, wenn sie die Dienstleistungen von Makerspaces oder das, was Makerspaces für sie dienen, für sie leisten können, aktiv in Anspruch nehmen. Und es hat sich so ein bisschen in der Statistik auch wieder gezeigt, das ist Disclaimer auch, das ist nicht repräsentativ, denn N gleich 30 in den kurzen Beschreibungen ist nicht wirklich groß, aber es zeigt hier an dieser Grafik ganz gut, hier oben hatten wir halt N30 Teilnehmer, 16 davon kannten Makerspaces, ist bekannt gewesen, ja. Von den 16 oder von diesen 30 haben dann nur 10 Makerspaces für private Projekte in Betracht gezogen überhaupt. Von den 10 haben nur 5 das überhaupt umgesetzt. Und vor dem Hintergrund dieser O-Ton-Aussagen auf der vorhergehenden Folie lag für mich oder für uns im Team MoFab, in diesem Projektteam, der Schluss nahe, dass eigentlich der konkrete Mehrwert, der Nutzen aus diesen Makerspaces, wie sie da sind, unbekannt ist. Den Leuten fehlen gute Beispiele und vor allen Dingen Erfahrungswerte. Und Erfahrungswerte ist jetzt hier besonders hervorgehoben, weil darum geht es zum Weiteren. Wir haben uns also die Frage gestellt, wie können wir diese Erfahrungswerte vernünftig, schnell und gut weiterbringen? Und dann haben wir uns überlegt, wir machen sowas wie Drop-in, Drop-out-Formate oder auch genannt Make-and-Take-Formate, mit denen wir die Leute aktivieren können. Das seht ihr hier auf der linken Seite. Das war sehr, sehr interessant. Stellt euch sowas wie einen Elevator-Pitch vor. Dieser Begriff Pitch oder Elevator Pitch kommt daher, dass es gab eine Zeit, da hatten Leute in großen Unternehmen, die hatten kaum eine Chance, die in sehr hierarchisch aufgestellten Unternehmen kaum eine Chance, die Geschäftsleitung zu sprechen oder Kontakt damit aufzunehmen. Also die einzige Möglichkeit war, im Zeitrahmen einer Aufzugfahrt, in der man diese Geschäftsführung treffen konnte, sein Anliegen vorzubringen. Deshalb Elevator Pitch. Also man hat höchstens 2, 3 Minuten. Es geht darum, schnell, konkret auf den Punkt und effektvoll zu sein. Und das sind diese Elevator Pitch, Drop-in, Drop-out-Formate. Die sind schnell, 10, 15, maximal 20 Minuten. Sie sind einfach, also sie überfordern die Leute nicht. Es geht so ein bisschen in Empowerment rein. Man fühlt sich nicht überfordert. Gleichzeitig sind sie sehr effektvoll. Ja, man hat was davon. Das schließt an mit ins Auge fallen, Log-Effekte. Da haben wir gleich auch ein paar wunderbare Fotos. Ergebnisse werden behalten. Man nimmt es mit nach Hause. Daher kommt dieses Make and Take. Ich mache es, ich nehme es mit. Genau. Also hier ist eine kleine Training. Stellt euch vor, wenn es ums Format geht, dann ist es
transportabel. Ihr könnt es mitnehmen und schnell woanders aufbauen. Ihr braucht nicht eine ewig lange Vorbereitung dafür. Viele von uns, von euch, ich arbeite noch ehrenamtlich. Wir haben einfach keine Zeit dafür, uns ewig vorzubereiten auf Formate. Es muss einfach vorzubereitend sein. Es muss einfach durchzuführen sein. Featuring natürlich, das, was wir dann außerhalb machen, in diesen Make-and-Take, Drop-in- und Drop-out-Formaten, muss auch am eigenen Standort funktionieren. Wenn wir also die Leute damit gelockt haben, die Personen, unsere potenzielle Zielgruppe, dann wollen wir das denen auch wieder anbieten können an unserem Standort. Es sollte also was sein, was eh immer da ist. Und sollte geeignet sein für Piggybacking. Und das ist hier gehighlightet, weil dazu kommen wir ganz am Ende nochmal, was Piggybacking ist. Wenn es darum geht, Partnerorganisationen zum Beispiel. Nochmal ganz statisch hier, Make and Take, Drop in, Drop out, Formate zur Vermittlung, unmittelbar erfahrbarer Mehrwert und Erfahrung. Auf der linken Seite seht ihr eure Hauptformate. Stellt euch vor, ihr seid ein Makerspace oder ihr seid eine Garteninitiative und ihr habt diese Hauptformate. Und die üblichen Teilnehmerinnen kommen, die Usual Suspects, in den Gärten ganz viele weiblich gelesene Personen, in den Makerspaces sehr viele männlich gelesene Personen. Das kann zum Beispiel sein im Open Lab Abend oder Chaos Computer Club Treff in der Macht Potsdam. Das Hauptformat Mittwochabends und Donnerstagabends, Mittwochs und Donnerstagabends oder die Kompostiertreffs im Umfeld der Garteninitiative im Park Gleisdreieck in Berlin. Da muss ich mit dem Datum passen, denn ihr seht, ich bin tatsächlich Makerspace Associated gerade. Was wir dann machen wollen ist, oder was ich empfehlen würde, oder was sich gezeigt hat, was funktioniert, ist, wir addieren das mit Aktivierungsformaten, mit diesen Make-and-Take-Formaten. Die sind klein, schnell, das sind diese Elevator Conceptual Pitches. Genau, ihr kombiniert das. Und um euch mal konkrete Beispiele dafür zu liefern, auch im Bild, um es weniger statisch zu machen, habe ich mal ein paar Eindrücke mitgebracht. Und es geht zum Beispiel darum, dass man ein einladendes Setting schafft. Also hier links oben seht ihr zum Beispiel unser Setup vom mobilen Makerspace, wie wir in Branne, Brandenburg an der Havel waren, auf der Maker Faire. Das sind die Kollegen Frank, Martin und Susanne. Genau. Und worauf ich aber hinweisen will, ist, es ist gemütlich. Wir haben diese Sitzgelegenheiten hier. Wir haben diesen Teppich und den Tisch, der mit Mate und Brause, glaube ich, voll steht. Und im Hintergrund sind einfach diese technischen Gerätschaften, eine Fräse, ein Drucker etc. Und wir haben Palmen auch dabei gehabt. Also wir machen es gemütlich. Macht diese Gelegenheiten schön und gemütlich. Dann macht es einfach, easy und effektvoll. Wir waren bei dem Stichwort Effekt oder die Leute anlocken. Und hier unten links seht ihr so einen Workshop, den machen wir jetzt auch in Bad Belzig. Wir sollen nur so eine Art Lückenfüller machen. 15 bis 20 Minuten maximal. Was haben wir gemacht? Wenn man es überlegt, wir lassen Teilnehmerinnen LED-Streifen löten. Also es gibt dieses abwickelbare LED-Band. Zack, 4 Lötstellen, wird mit einem USB-Kabel befeuert, also mit Strom versorgt und man kann es mit dem Handy bedienen. Es ist super easy, sehr, sehr einfach, aber währenddessen löten die Leute das erste Mal und kommen in Kontakt mit Technik. Mit dem Bild ist es natürlich crazy. Wir haben eine Malerbutte genommen, haben da ein Ultraschallzerstäuber reingepackt mit Wasser. Dieses Nebelige ist tatsächlich nur Wasserdampf, komplett ungiftig. Wir haben diese Leuchtröhre da reingelegt. Das ist dann wie so ein Tiefseekalmar, über den die Lichter pulsieren. Das ist der Wahnsinn. Und das in Richtung Lockeffekt, also was optisch Wirksames leisten, die Leute ranzuholen und dann ganz schnelle kleine Lötformate machen. Hier mittig seht ihr zum Beispiel Bodypainting, sorbische Muster. In der Lausitz habe ich viel mit der sorbischen Connection gearbeitet, so nenne ich sie, ist mein Arbeitsbegriff. Und wir haben die traditionelle Blaudruckkunst digitalisiert. Das habe ich gemacht. Ich habe auf einem 3D-Drucker diese Model, diese Druckbausteine nachgebaut und dann habe ich mit Bodypaint-Farbe Leute an unsere Workshops rangeholt mit diesem Bodypaint einfach mal. Und die gucken, hey, was hast denn du da? Das ist ja voll schön, kann ich das auch? Und währenddessen hat man die eingeführt. Also es ist so ein bisschen sneaky, ja? Anderes Beispiel, Stencils, Schildern, Lasern.
Wenn man jetzt keinen Laserdrucker, keinen Laserschneider mitnehmen möchte, weil die halt auch empfindlich sind, dann kann man die vorschneiden. Aber eine Rolle und Farbe hat man immer dabei. Und sagt Beutel, zack, man kann sich seinen eigenen Beutel am customizen. Es geht ja auch viel um Ownership. Die Leute wollen was mitnehmen. Und dann nehmen die sich diese selbstgebauten Beutel oder T-Shirts mit. Und das Tattoo nehmen sie sich auch. Ne? Oder den LED-Streifen hier unten. Last but not least, wir haben immer gerne Siebdruck gemacht. Das ist eine der Formate, die ein bisschen länger dauert. 10 bis 15 Minuten aktive Teilnahme, ja. 20 Minuten, eine halbe Stunde insgesamt, weil es muss ja mal trocknen. Es hat aber immer sehr gut funktioniert. Das als Beispiel. Okay, so viel zu Mehrwert und schnellem Mehrwert. Schnell erfahrbaren Mehrwert für potenzielle Teilnehmerinnen, die man über ganz klitzekleine, gut vorbereitbare Make-and-Take-Formate oder Drop-in-Drop-out-Formate machen kann. Gehen wir zu dem nächsten oder zum nächsten Thema, zum nächsten Erfahrungsbereich. Und das waren die temporären Spielstraßen in Berlin. Da war die Forschungsfrage, ja, was aktiviert die beteiligten Akteurinnen eigentlich? Und da habe ich euch wieder O-Töne mitgebracht. Und der erste ist, es ist schön zu erleben, du siehst, du setzt es um und es probierst es und das ist cool. Das ist ein schönes Erlebnis. Man erlebt es. Ideale Niederschwelligkeit. Einfach nur 3 Stunden sonntags hinstellen, Kinder spielen und möglichen Autos aushalten. Der Organisator, kleine Schritte, die man erreichen kann, das streut nochmal mehr als Engagement und Motivation aus, wenn man sieht, hey, es funktioniert tatsächlich. Das trifft es eigentlich auf den Punkt. Und jetzt kommt an dieser Stelle, ich glaube, der deepste Dive in Wissenschaft oder Psychologie, den ich euch zu dieser späten Stunde zumuten möchte. Und zwar, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz Self-Efficacy oder Selbstwirksamkeitswahrnehmung und psychologisches Empowerment an. Psychologisches Empowerment ist Empowerment auf individueller Ebene. Self-Efficacy oder Selbstwirksamkeitswahrnehmung ist eine Vorstufe von dem Gefühl, empowered zu sein. Genau. Was wichtig ist an dieser Folie ist, dass es einmal das Motivation, die aus einem Gefühl von Empowerment entstehen kann, durch vorherige Erwartungen und nachfolgende Bewertungen entstehen kann. Das habe ich hier unten aufgeschrieben und das ist schrecklich zu lesen. Gehen wir mal auf die Grafik. Also Performance wäre in diesem Fall aktive Teilnahme an euren Workshops, euren Formaten, Teil sein, Teilhabe in Makerspaces, in Garteninitiativen oder dessen, was euer Hintergrund ist. Jetzt gehen wir gehen den Schritt, wir machen Backtracing gerade. Wir gehen von dieser gewünschten Performance über den grünen Pfeil zu Anticipatory Cognitive Motivators. Was will uns Albert Bandura damit sagen? Er sagt uns damit, dass der potenzielle Teilnehmer, die potenzielle Teilnehmerin sich im Vornherein zu dieser Aktion teilzunehmen Gedanken macht. Einerseits guckt sie sich an, was ist denn in der Vergangenheit passiert? Das wäre der untere Pfeil hier, der dazu führt. Sie betrachtet eigentlich, was in der Vergangenheit zu Erfolg und Fehler geführt hat. Andererseits betrachtet die Person im Vorausschauen, sie schätzt ein, ob das, was sie machen soll oder machen könnte oder was angeboten wird, schaffen kann. Es kommt also, man guckt, schaffe ich das? Ist es für mich möglich? Und wie waren meine Erfahrungen in der letzten Zeit damit? Es ist also im Endeffekt, wenn man einmal drin ist in diesem Kreis aus Teilnahme, wird der intrinsisch, also in der Person selber, gefüttert durch Erfahrungen und Erwartungen. Man darf die Leute also nicht überfordern,
Man muss ihnen leicht erfahrbare Ziele oder leicht erfahrbare Erfolge vermitteln. Und das führt so ein bisschen wieder zurück zur Erfahrbarkeit. Und jetzt gehen wir weg von dieser hart wissenschaftlichen Geschichte mit Bandura. Der Frage Self-Efficacy und psychologisches Empowerment, weil wer jetzt gerade aufgepasst hat, der fragt sich, naja, wenn es jetzt Erfahrung führt dazu, dass es Spaß macht und ich mehr möchte und vorausschauende Erwartungen dazu führen, dass ich es auch mehr möchte, dann hat man ja irgendwann so einen Kreis. Das führt zu der Frage nach dem Henne und dem Ei. Die ist tatsächlich klar zu beantworten mit Ja. Das ist der Icebreaker an dieser Stelle. Und meinen Forschungsergebnissen aus den temporären Spielstraßen, die sich tatsächlich so zusammenbrechen lassen. Ihr seht hier oben, Perceived Success, Successful Participation. Sprich, jemand hat Erfolg aus Teilnahme empfunden, hat sich seine LED-Streifen, ihren LED-Streifen selber gemacht. Und der ist super cool und leuchtet wunderbar. Je nachdem, welche Laune man hat, stellt man sich den ein in seinem Zimmer. Und retrospektive Kognition, damit eine Rechtschreibfehleranzeige heißt, man empfindet rückwirkend, überlegt man, hey, das habe ich mit meiner eigenen, das fühlt sich gut an. Ich perceive das als successfulness causal attributor. Ich selber, also das hat wunderbar funktioniert. Und der dritte Punkt, perceive connection of success with own effort as cognitive motivator, heißt nichts anderes als ich selber habe diese Sache gemacht und diese Sache war toll. Und das ist nichts anderes als empfundene Selbstwirksamkeit, perceived self-efficacy an dieser Stelle. Und dann schließt sich der Kreis zu als Wirksamkeit erfundene Teilnahme. Und die Krux an dieser Grafik ist, dass es in sich selbst Self-Reinforcing Circle, also der verstärkt sich selber. Nämlich einmal meine Selbstwirksamkeit war, bin ich motiviert und interessiert daran, mehr davon zu erfahren und möchte weiter teilnehmen. Und dann geht es im Kreis und wird immer stärker, idealtypischerweise. Und deshalb seht ihr hier rechts und hier links dieses Plus und das Plus-Plus. Denn in der Wissenschaft zeigt sich, dieser linke Kreis ist ein bisschen schwächer nachgewiesen als der rechte Kreis, also als der rechte Halbkreis. Aber beides existiert, definitiv. Und es gab einen guten Mann, der nennt sich von Jerek et al. 2017, ein schönes Paper hier unten. Der Titel ist tatsächlich Die Henne und das Ei. Die Frage danach. Und es ist sehr, sehr interessant. Okay. Und jetzt habe ich euch ganz lange mit, naja, mit Theorie und so weiter beschmissen, beworfen. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz zu der hilfreichen Dimension kommen. Also wir gehen jetzt mal raus aus den Beispielen und gucken jetzt mal, wie kriege ich denn jetzt hier vom Magnus Busch ein gutes Tool, was mir eigentlich hilft, das nicht komplex ist. Was idealtypischerweise die vorhergegangene Theorie mit einschließt. Und zwar kommen wir damit zu den hilfreichen Dimensionen. Knowledge, Capacity, Commitment. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Daniel J. Lang, einer meiner Professoren für Transdisziplinarität an der Universität Leuphana, hat das mal so im Nebensatz fallen lassen. Sie meinte, hey, wie kommen denn Leute eigentlich zu unseren Initiativen, zu unserem Reallabor? Und er meinte, naja, Knowledge, Capacity, Commitment. Und am Anfang ist es wirklich ganz easy. Knowledge, das ist das Wissen darüber, dass die Möglichkeit da ist. Wir wissen, also ich muss wissen, dass was stattfindet, damit ich überhaupt hingehen kann. Also Verfügbarkeit von Informationen, Nutzung von richtigen Kanälen, Nutzung der richtigen Ansprache. Kapazität. Sprich, ich muss die physikalische, zeitliche Möglichkeit haben, um teilzunehmen. Ja, sind sehr banale Sachen eigentlich. Ich brauche den richtigen Zeit, den richtigen Ort und gegebenenfalls idealerweise Barrierefreiheit. Nicht? Genau. Und jetzt kommt der tricky Point, Commitment. Und da kommen wir in diese psychologischen Theorien rein, die wir gerade behandelt haben. Und da geht es um intrinsische Motivation für Teilnahme zu schaffen. Das ist wirklich meiner Meinung nach das Interessanteste. Damit beschäftige ich mich.
Wir bedienen Interessen, wir wollen Interessen bedienen, wir wollen Mehrwerte transportieren, damit sie unmittelbar empfunden werden. Und wir wollen beispielsweise affektive Werte oder Normen erfüllen. Also affektiver Wert ist ganz grundsätzlich, ich mag es, ich mag Dinge, deshalb nehme ich teil. Deshalb mag ich es. Ich mag ein Brot mit Humus, deshalb esse ich es. Ich mag gerne Blumenpflanzen, deshalb gehe ich zur Garteninitiative. Normen wären wiederum, mir wurde beigebracht, dass Humusbrote sehr gut sind, weil es in meiner Familie schon immer so war. Deshalb esse ich es. Oder mir wurde beigebracht, ich habe mit meiner Oma und meiner Mutter immer im Garten gegärtnert, deshalb nehme ich jetzt den Garteninitiativen teil. Deshalb sind für mich gerade diese bedienten Interessen und empfundenen Mehrwerte sehr interessant, weil die kann man am allerbesten angehen. Summa summarum, es sind also extrem verschiedene Hintergründe. Und diese dreidimensionale Herangehensweise aus Wissen, beziehungsweise Knowledge, Capacity und Commitment kann uns dabei helfen, dieses Wirrwarr, wie wir Menschen motivieren wollen, etwas beherrschbarer zu machen. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt am Anfang dieses Webinars gehört haben, also an den Beispielen aus der Niederlausitz und aus Berlin, würde ich jetzt gerne mal versuchen, diese Knowledge Capacity Commitment Dimension mit ein bisschen mehr Fleisch am Knochen zu füllen oder mit mehr Sellerie an der Wurzel. So. Und zwar Wissen über die Möglichkeit. Was mache ich eigentlich jetzt? Also ich rühre auf jeden Fall die Werbetrommel. Ich denke, das machen wir alle, das kennen wir. Aber das Wichtige ist, wir lassen sie auch rühren. Und da kommen wir gleich zu diesem Piggybacking zurück, was ich am Anfang erwähnt habe. Wie rühren wir diese Werbetrommel? Wir müssen wirklich alles nutzen. Das ist so ein bisschen in der Zeit zurückgehend hier. TikTok, das nutzen wirklich die ganz, ganz jungen Personen, Menschen. Insta. Ich habe mittlerweile auch mit Ende 30 habe ich mir mal einen Insta-Account gemacht, weil ich mir dachte, wow, ich komme gar nicht mehr dran vorbei, wenn ich ein bisschen Schritt halten möchte. Newsletter per E-Mail. Wir kennen es vielleicht, oder der eine oder die andere Person kennt es, unser Mailkorb flutet über. Flyer, die ausgehangen werden, das funktioniert, aber wir müssen die Gesamtheit nutzen oder aber aushängen. Genau. Kommen wir zu Capacity, also wir haben jetzt Knowledge genommen und tragen die Sachen herum. Capacity wäre, also Kapazität schaffen, physikalisch-zeitliche Möglichkeit, den Leuten ermöglichen, überhaupt zu kommen. Es ist im Endeffekt der richtige Zeit, der richtige Ort. Orte und Zeiten, an denen eh schon viele Menschen da sind. So. Wieso sollen wir hingehen und von Grund an Leute für etwas zu motivieren, wenn es schon ganz, ganz viele Orte gibt, an denen Menschen eh zusammenkommen? Wieso müssen wir das Rad neu erfinden? Das ist so wie, man steht an der Ortsecke, guckt eine Straße weiter und da ist ein großer Straßenmarkt, aber keiner kommt zu uns, weil die eh alle dahin wollen. Also gehen wir hin, wir nutzen Weihnachtsmärkte, Straßenfeste, kleine Workshops in Kitas, etc. Das ist eine unglaublich große Bandbreite. Auf die Kombination dessen kommen wir gleich noch zurück. Kommen wir zu Commitment, also der Hervorrufen von intrinsischer Motivation durch Mehrwerte, die wir den Leuten direkt geben. Wir nutzen diese Make-and-Take-Formate, diese Drop-in, Drop-out-Geschichten, die müssen smart sein, die müssen so ein bisschen, ne, machen. Nein, wir wollen die reinlocken. Aber stellt euch vor, ihr müsst effektiv sein, wirklich effektive, schnell wirksame Formate machen. Und da kommt so ein bisschen die Eigenkontrolle rein. Ist das, was ich eigentlich gerne mache, mein Ziel oder das meiner potenziellen Mitstreiterin? Mache ich das, was die Jugend abholt, etc.? Also zum Beispiel Gärtnern, Stadtgärtnern, oder Makerspaces oder interessante blinkende Sachen machen, ist vielleicht was anderes als eine Modelleisenbahn zu bauen. Das ist natürlich jetzt ein ganz krasses Vorurteil, aber ich möchte nur den Vergleich transportieren. Genau. Worauf ich jetzt noch angehen oder worauf ich noch eingehen möchte, ist an dieser Stelle Piggybacking oder Social Bootstrapping.
Social Bootstrapping. Im Endeffekt, oder Piggybacking heißt nichts als Humpbacking, oder man nutzt eine andere Veranstaltung. In unserem Kontext, wir arbeiten mit anderen Veranstaltungen und Initiativen zusammen. Straßenfesten, Weihnachtsmärkten, Kitas etc. Es kommt von Graf Münchhausen und im Englischen wird das als Social Bootstrapping bezeichnet, weil man zieht sich an ein, er hat, genau, Münchhausen zog sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf. Im Englischen ist es, dass man sich an seinen eigenen Schnürsenkel, den Bootstraps, aus dem Sumpf zieht. Im Endeffekt nutzt man also andere bürgerliche, soziale Initiativen, arbeitet mit denen zusammen und bekommt somit eine sehr große, also man bekommt Zugriff zu einer großen, wie soll man sagen, Peer Group. Oder relativ viele Leute laufen an unserem Stand vorbei, die aber nicht gerade woanders hin wollen. Und dann ist man auf einem Volksfest und hat dann auf einmal so eine glitzernde, gleißende Kiste mit Nebel und bunten Lichtern dabei. Und die Leute kommen und gucken und sagen, wow, oh, was ist denn das? Und dann sagt man, ja, wir sind vom Makerspace Potsdam. Und naja, wir bieten hier so einen Lötworkshop an für Kids und auch für Erwachsene und überhaupt für alles und jeden. Komm, das setz dich hin, du brauchst nur eine Viertelstunde, geht ganz schnell und du nimmst es mit nach Hause. Dann kommt die kritische Stimme, ja, aber da brauche ich doch Strom für. Naja, das ist LED und du nimmst es einfach mit einem USB-Stecker. Das kannst du am PC festmachen. War interessant. Dauert doch nicht lange? Nee, 10 Minuten. Na gut, okay, mache ich. Und so hat man die Leute schon da sitzen und dann kommt man ins Gespräch. Es ist so ein bisschen wie, naja, Honig, nicht? Damit die Leute ein bisschen kleben bleiben. Wir geben den Leuten Honig. Was Interessantes. Direkt einen Mehrwert. Sie nehmen es mit. Social Bootstrapping ist also nichts als diese wunderbar smarten Veranstaltungen, diese kleinen Formate, diese ultrakleinen Formate mitzunehmen auf größere Veranstaltungen, wo eh schon viele Leute sind. Und wir geben denen was Schnelles, Cooles, sie mit nach Hause nehmen, was so ein Erinnerungsanker ist. Und im Idealfall noch ein Flyer. Oder aber ein QR-Code. Und um hier den Bogen zu schließen zu dieser Geschichte, zu dem Anfang, den ich euch erzählt habe, also diesen smarten Make-and-Take-Kickstarter-Formaten und dem Kreislauf aus empfundener, aus Partizipation, die als in Rückwirkung, als Selbstwirksamkeit, als empowernd erfunden wurde, weil ich habe ja gelernt, wie ich gelötet habe. Oder ich habe gelernt, wie ich eine Pflanze oder einen Samen aus einer Tomate großziehe und davon selber schmackhafte Tomaten ernte oder wunderbare Kräuter oder wie ich meine Ergebnisse im Garten steigere, größeren Ertrag etc. in meinem kleinen Heimgarten, Hofgarten, in meiner Garten-Community, wie das zu dem Gefühl von noch mehr Erfolgsamkeit führt. Und das ist dann dieser Reinforcing Circle. Und diese Kickstarter-Formate sind im Idealfall, naja, Kickstarter, da wiederhole ich mich. Ist der Einstieg in diesen Kreis.